Haltern. Eine von vielen kleinen Städten in der Bundesrepublik Deutschland. Aber unverwechselbar. Haltern, 7 Grad, 11 Minuten östlicher Länge, 51 Grad, 45 Minuten nördlicher Breite, Brücke zwischen Ruhrgebiet und Münsterland, 158 Quadratkilometer groß, davon die Hälfte Wald. Bergbau, Seen, Sand. Naherholung. Eine kleine Stadt mit großer Vergangenheit. Haltern. Vor 2000 Jahren kamen die Römer hierher, die Lippe stromaufwärts. Am Annaberg bauten sie ein Militärlager, Ausgangspunkt ihrer Feldzüge gegen die Germanen, die immer wieder ins benachbarte Gallien einfielen. Schnell wurde aus den Vergeltungsschlägen der Römer ein Eroberungskrieg. Ziel? Eine römische Provinz Germanien mit Haltern als Verwaltungssitz. Doch dann verlor Varus im Kampf gegen Arminius 9 nach Christus im Teutoburger Wald seine Legionen. Aus der Traum. Die Römer waren nur knapp 2 Jahrzehnte in Haltern, doch sie hinterließen hier tiefe Spuren, die Aufschluss geben über ihren Alltag. Seit Ende des 19. Jahrhunderts förderten renommierte Wissenschaftler in der Nähe des Annabergs ungewöhnliche Funde zutage. Und für Archäologen in aller Welt ist Haltern ein Begriff. 12. August 1907. Im kleinen Landstädtchen Haltern eröffnet das römisch-germanische Museum seine Pforten. Sogar Kaiser Wilhelm II. Spendete 10.000 Goldmark. Und Sanitätsrat Dr. Konrads sowie der Verein für Geschichte und Altertumskunde waren am Ziel all ihrer Bemühungen. 1945 fiel das Museum den Bomben zum Opfer. Professor Dr. Stieren von der Universität Münster hier zusammen mit seinem Assistenten Dr. Aschemeyer war bis in die 50er Jahre Leiter der Halterner Ausgrabungen. Natürlich hatte er viele Helfer. Jeder Fund wurde sorgfältig dokumentiert. Scherben bringen Glück. Und Heinrich Bleker, nach dem Krieg Betreuer des kleinen Museums an der Goldstraße, setzte sie geschickt zusammen. Das Puzzlespiel hat sich gelohnt. Reich und fein verzierte Becher erfreuen nicht nur das Auge, sie geben auch Zeugnis über die hochstehende Kunst römischer Werkstätten. Und die goldenen Münzen lassen eine exakte Datierung zu. Feinarbeit ist nötig, um die Sprache der Spuren in der Erde zu deuten. Die Wissenschaftler Dr. Kühlborn und Dr. Elisabeth Noll leiten hier die Ausgrabungsarbeiten und geben präzise Anweisungen. Manchmal haben die Grabungen Erfolg. Und der Wasserstrahl spült 2000 Jahre Geschichte frei. Neue Flächen werden erkundet, die Grabungen gehen weiter. Doch die Zeit drängt, denn nach den Römern kommen die Halterner. Hier wird das Baugebiet Berg Haltern entstehen. 1289, die Römer waren schon lange fort, erhielt Haltern die Stadtrechte. So könnte es gewesen sein. Als Schulte und treu ergebener Verwalter eures Haupthofes hier in diesem Flecken Haltern habe ich die ehrenvolle Aufgabe, euch Eberhard von Diest, Fürstbischof zu Münster, auch im Namen der Vertreter der Bevölkerung zu begrüßen. Ich darf euch versichern, dass alle Einwohner treu zu euch stehen. Danke dir, getreuer Schulte, und kann dir versichern, dass der Flecken Haltern mit dem heutigen Tage einen besonderen Schutz zugesagt bekommt. Es wurde daher beschlossen, dir als ersten Bürger und damit Bürgermeister dieser neuen Stadt Haltern die geschrieben und gesiegelte Urkunde zu übergeben. Nach der Verleihung der Stadtrechte wurde Haltern zur Festung ausgebaut. Der Merian-Stich von 1647 zeigt die Stadt, die mit dicken Mauern, wehrhaften Toren und hohen Türmen dem Feind die Stirn bot und den Bürgern Sicherheit. 7 Teufelsturm und Sixtuskirche standen knapp 200 Jahre später ganz alleine da. Die Stadtmauer war 1819 verkauft worden, die Tore abgerissen. Der freie Blick reichte über Felder und Gärten hinweg bis weit in die Stadt hinein. Vor dem Rathaus stand eine Pumpe, die frisches Wasser für alle Halterner Bürger lieferte. Die Sixtuskirche war den Einwohnern schon seit Ende des 12. Jahrhunderts vertraut. Die evangelische Erlöserkirche wurde 1912 eingeweiht. 1975, wieder ein Einschnitt. Die Stadt Haltern mit ihren Ortsteilen Lippramsdorf, Holtwig, Lavesum, Hamm-Bossendorf, Sieten, Flasheim und Hullern entstand. Ein ganz neues Gemeinwesen wurde geboren.
Viele Stürme hat die Stadt überdauert. Jetzt gibt es Grund zum Feiern. Haltern ist 700 Jahre alt. 700 Jahre, das sind 225.500 Tage oder 6.132.000 Stunden. Heute, am 3. Februar 1989, ist Stadtgeburtstag. Über 500 Gäste haben sich in der Aula des Schulzentrums versammelt. Selbst Bundeskanzler Helmut Kohl ist nach Haltern gekommen. Bürgermeister Hermann Bessel eröffnet den Festakt. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrter Herr Weihbischof, verehrte Frau Staatssekretär, verehrte Gäste, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Unsere Stadt feiert heute die 700. Wiederkehr der Verleihung der Stadtrechte. Das ist sicherlich ein großer Tag für unsere Gemeinde, ihre Bürger, aber auch für alle, die sich mit uns verbunden fühlen. Diesen runden Geburtstag wollen wir mit berechtigtem Stolz und ehrlicher Freude feiern. Und deshalb ist es für mich ein ganz besonderes Anliegen, Sie zu dieser Feierstunde recht herzlich zu begrüßen. Meine Damen und Herren, Haltern ist in seiner Entwicklung nicht über eine Kleinstadt hinausgekommen. Wir sind darüber eigentlich ganz froh. Umfragen und Untersuchungen haben nämlich ergeben, dass für die Bürger die Kleinstadt das beliebteste Modell einer Stadt ist. Das kommt sicher nicht von ungefähr. Sie verkörpert nämlich die menschengerechteste, die menschlichste Form der Stadt. Und genau darauf kommt es doch letztlich an. In einer Kleinstadt wie Haltern lösen sich oft die Spannungsverhältnisse von Privatleben und Öffentlichkeit, von Anonymität und Geselligkeit, von Einsamkeit und Nachbarschaft, besser und harmonischer als in der Großstadt. Man kennt den anderen und wird gekannt. Man ist mitfühlend bei Freud und Leid der anderen und weiß sich selbst geborgen in deren Mitgefühl. Der Bürger ist daher auch eher bereit, sich mit seiner Stadt und ihren Geschicken zu identifizieren und auch seine Meinung zum Ausdruck zu bringen. Er hängt an seiner Stadt und ist bereit, sich für sie einzusetzen. Das haben unsere Bürgerinnen und Bürger in der Vergangenheit bis in die heutigen Tage sehr erfolgreich getan. Dass unsere Gemeinde auch weiterhin Heimat ihrer Bürger ist, wäre mein Wunsch aus Anlass dieses Geburtstages. Wir alle haben die Hoffnung, dass dies in Frieden und Freiheit so bleiben wird. Wir jedenfalls wollen als freie Bürger, die in Jahrzehnten gelernt und bewiesen haben, dass sie ihre Geschicke selbst bestimmen und in die Hand nehmen können, miteinander und füreinander für dieses Ziel und unsere Gemeinde weiterarbeiten. Herr Bürgermeister, Herr Staatsminister, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe sofort die Einladung zu Ihrem Geburtstag angenommen und darf Ihnen namens der Bundesregierung meinen sehr, sehr herzlichen, unseren sehr, sehr herzlichen Glückwunsch zu diesem 700. Geburtstag zum Jubiläum der Verleihung der Stadtrechte überbringen. Ich gratuliere mit dieser festlichen Versammlung allen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt. Es ist ein wichtiges Datum. 700 Jahre ist in der Geschichte einer Stadt eine bedeutsame Zahl. Und die Verleihung der Stadtrechte durch den Bischof von Münster 1289 war ein wichtiger Markstein in der langen und traditionsreichen Geschichte des Siedlungsraumes in dieser Landschaft. Und das hat viel zu tun mit der Geschichte auch ihrer Stadt. Ich nenne hier ein Beispiel, das mich immer sehr beeindruckt hat, in den ganzen Jahren, wenn ich hierher gekommen bin, weil ich es mitverfolgen konnte, was eben im Blick zurück auf die Stadtregierung und die Stadtgeschichte vor 60 und 70 Jahren schon damals weitsichtig geschehen ist in der Entwicklung der wirtschaftlichen Bezüge der Stadt und auch wie Sie, die Stadt, den Reichtum der Wasservorkommen genutzt haben. Eine Entwicklung, die sehr früh von klugen
Zeitgenossen auch nicht nur wirtschaftlich gesehen wurde, sondern mit der klaren Erkenntnis, dass, und das ist hochmodern, das modernste Denkart und Politik, die man sich vorstellen kann, in einem Zusammenhang von Ökologie und Ökonomie, in dem Umwelt- und Artenschutz hier sehr früh erkannt und diskutiert wurden, in dem Wasserwirtschaft und Bergbau mit modernster Produktionstechnik, im behutsamen Umgang mit der Natur gesehen wurden. Maßnahmen wie die Rekultivierung abgebauter Quarzgrubenfelder sind Beispiele, die in diese Richtung weisen. Das, was Sie getan haben im Blick auf Natur und Pflanzen bei der Anlage der Talsperren, ich könnte vieles, vieles andere mehr nennen. Mein herzlichster Glückwunsch an Sie alle. Mit einem Wort, dass das, was deutsche Geschichte in besten Zeiten ausmacht, auch in dieser Stadt in Zukunft gelebt wird. Das wünsche ich Ihnen und vor allem Gottes Segen. Eine bemerkenswerte Rede. Der Bundeskanzler, der Haltern gut kennt, ist nicht nur ausführlich auf die Besonderheiten der Stadt eingegangen, sondern hat in einem anderen Teil seiner Ausführungen über die friedliche Zukunft Europas gesprochen und so diesem historischen Tag eine ungewöhnliche Dimension verliehen. Das Goldene Buch hält die Namen der Ehrengäste für immer fest. Bundeskanzler Helmut Kohl, Weihbischof Dr. Josef Voss, Innenminister Dr. Herbert Schnoor, der in Vertretung von Ministerpräsident Johannes Rau gekommen ist, und Landrat Helmut Marmulla tragen sich ein. Hier ist Frau Melcher. Wer sind Sie? Ja, reden noch ein bisschen lauter. Nicht nur die Stadt feiert Geburtstag. Adele Melcher wird heute 104 Jahre alt. Sie ist seit Menschengedenken die älteste Einwohnerin Halterns und hat fast ein Siebtel der Stadtgeschichte miterlebt. Und Linda Ehl erblickt um 9 Uhr das Licht der Welt. Schon bald fühlt sich die kleine Pudel wohl im Halterner Wasser, das sie ganz wunderbar findet, wohlbehütet von ihren Eltern. Auch Linda wird in einigen Jahren zur Schule gehen. Die Stadt Haltern, jung und alt zugleich, hat gut 33.000 Einwohner. Viele Familien ziehen hierher. Sie schätzen die Vorzüge der gewachsenen Stadt, denn die Halterner haben die Kirche im Dorf gelassen. Freundliche, ruhige Winkel laden ein zum Verweilen und bieten Beschaulichkeit. Mitten in der Stadt liegt der Kardinal-von-Galen-Platz mit seinem Grün, eine Augenweide und Oase für Jung und Alt. Der Siebenteufelsturm, eine wuchtige Erinnerung an das Mittelalter. Und gerade die älteren Mitbürger schätzen eine kleine Ruhepause im Schatten von Turm und Trompetenbaum. Bürgerhäuser, die Atmosphäre ausstrahlen. Selbst mitten in der Stadt gibt es noch idyllische Fleckchen und Winkel und Freiräume, um sich vom Alltag zu erholen. Markenkamp. Moderne Einfamilienhäuser erlauben individuelles Wohnen. Die Kinder haben viel Platz zum Spielen und Toben und können sich ausbreiten. Denn hier sind die Straßen verkehrsberuhigt und bieten Sicherheit. Andere Wohngebiete zeigen unterschiedliche Haustypen, Ausdruck für die jeweiligen Bedürfnisse ihrer Bewohner. Überall gibt es kleine und große Spielplätze für die kleinen Bürger der Stadt. 45 sind es insgesamt. Und die Verwaltung hat sie so anlegen lassen, dass sie schnell und ungefährdet zu erreichen sind. Für die Eltern ein beruhigendes Gefühl. Früher sah das anders aus.